Ich mach's dir gleich auf. Wir wechseln noch einmal ins Deutsche. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ich habe schon die Präsentation gesehen. Es sind nur wenige Folien. Von daher weiß ich, dass es nicht allzu lange dauert. Es wäre cool, wenn auch die Leute hinten an der Bar und in Richtung Keller noch für den letzten Vortrag Ruhe bewahren könnten. Einfach aus Fairness auch gegen den Leuten hier vorne gegenüber. Arne Semsrott ist da von der Open Knowledge Foundation mit guten Neuigkeiten von der Open Access Front und einem interessanten neuen Tool. Herzlich willkommen, Arne. Ja, danke schön. Ich verspreche, ich mache es ganz kurz. Ich habe jetzt extra im Vorhinein noch alle Witze rausgeschmissen aus der Präsentation. Jetzt wird es extra schnell. Frag den Bundestag, wie wir gemeinsam die Aktenschränke des Bundestags befreien. Hoffentlich. Hieß es ursprünglich, ich glaube, ich habe es jetzt nochmal geändert. Genau. Wie wir gemeinsam die Aktenschränke des Bundestags befreien. Wahrscheinlich. Wir haben ein neues Tool gebaut, Frag den Bundestag. Dabei geht es um den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags, der wissenschaftliche Dienst, der jedes Jahr 1.500 Gutachten zu aller möglichen politischen Themen verfasst. Das sieht so aus, dass Abgeordnete zum wissenschaftlichen Dienst im Bundestag gehen können und den beauftragen können, dann Ausarbeitungen zu machen, zum Beispiel zu Vorratsdatenspeicherungen oder zu Obergrenzen, wie das denn verfassungsmäßig aussieht. 11 Unterabteilungen hat der Wissenschaftliche Dienst im Bundestag und nach einem Gutachten im letzten Jahr, nämlich dem da, muss der Wissenschaftliche Dienst jetzt auf Anfrage, nämlich auf Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, immer Gutachten herausgeben, wenn man sie anfragt. Und da hatte sich der Bundestag 4 Jahre lang gegen gewehrt. Das musste dann erst in letzter Instanz entschieden werden. Und der Wissenschaftliche Dienst muss es jetzt rausgeben, hat sich aber seit dem Urteil im Juni noch ein halbes Jahr lang gewehrt, eine Übersicht herauszugeben von allen Gutachten, die sie hatten. Und vor 1,5 Wochen, an einem Freitagabend, hat Abgeordnetenwatch.de dann wieder nach Widerspruch und einem langen Hin und Her endlich diese Liste bekommen, 240 ausgedruckte DIN A4-Seiten, hat die dann schnell an einem Freitagabend hochgestellt und dann hatten wir ein sehr schönes Wochenende damit. Vor allem Stefan, der hat nämlich ein Tool gebaut, Frag den Bundestag, mit dem diese... Diese insgesamt 4.000 Gutachten, die wir jetzt haben, ehemals 240 DIN A4-Seiten, jetzt eine schöne Datenbank, durchsuchbar sind und online zur Verfügung stehen. Und das sieht folgendermaßen aus, wenn man das so ein bisschen sehen kann. Ich habe Terror mal gesucht zum Beispiel. Das sind jetzt ein paar Gutachten zum Thema Terror. Ein paar sind schon da, zum Beispiel staatliche Selbstverteidigung gegen Terroristen, eine völkerrechtliche Bewertung der Terroranschläge von Paris. Das kann man sich jetzt schon ansehen. 20 ganz interessante Seiten. Andere Terrorgutachten, zum Beispiel eine Evaluierung der Maßnahmen des Bundes zur Terrorismusbekämpfung seit 2001, ist schon angefragt. Und dann gibt es noch einige Gutachten, die noch nicht angefragt sind. Und ganz konkret sieht es bei Frag den Bundestag so aus. Ihr könnt auf diese Seite gehen, könnt euch ein Gutachten raussuchen, das euch interessiert, könnt dann auf Anfragen klicken. Mit einem weiteren Klick schickt ihr eine IFG-Anfrage, also eine Anfrage an den Bundestag ab. Und dann habt ihr die Patenschaft für dieses Gutachten übernommen. Und das haben inzwischen schon so einige Menschen gemacht. Das hier ist eine Animation der ersten 3 Tage. Das waren nämlich über 1.000 Personen, die schon in den ersten 3 Tagen alleine Gutachten angefragt haben. Wir sind jetzt knapp bei 1.700 Anfragen. Das heißt, fast die Hälfte der 4.000 Gutachten sind schon angefragt. Und es sieht ganz gut aus, dass der Bundestag die dann auch bald rausgibt. Wir wissen allerdings nicht genau, wie sich der Bundestag dazu verhält. Wir haben ein Video bekommen, das anscheinend den Bundestag zeigt bei der Bearbeitung dieser Anfragen. Aber ganz ohne Spott eigentlich dabei, mir tun die Sachbearbeiter da ziemlich leid. Die haben jetzt 1.700 E-Mails, 1.700 Anfragen und bisherige Praxis des Bundestags war, bei solchen Anfragen erstmal die Anfrage auszudrucken,
dann das mit einem Aktenzeichen zu versehen, dann eine Eingangsbestätigung per Post zu versenden, dass man diese Anfrage bekommen hat, dann in der Datenbank herauszusuchen, welches Gutachten das war, das dann auszudrucken und das dann per Post zuzuschicken. Und wenn die das jetzt 1700 Mal machen, dann ist das natürlich ziemlich problematisch. Deswegen plädieren wir dafür, dass der Bundestag einfach, ganz einfach, all diese Gutachten von sich aus online stellen soll. Das wäre in vielerlei Hinsicht viel einfacher. Das wäre kostensparender. Abgeordnete Watch hat ausgerechnet, dass jetzt ein einzelner Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ein halbes Jahr damit beschäftigt wäre, all diese Anfragen nur abzuarbeiten. Das kann man sich einfach sparen, wenn man diese Gutachten von sich aus online stellt. Und natürlich hat man sie dann auch direkt als PDF vorliegen, denn bisher versendet der Bundestag das alles ausgedruckt, wie gesagt. Das heißt, Leute müssen das einscannen, müssen es dann OCRen und dann ist es in schlechter Qualität online. Das macht natürlich so keinen wirklichen Sinn. Deswegen hoffen wir darauf, dass der Bundestag da einlenkt und bald diese Gutachten von sich aus hochstellt. Wie gesagt, wir haben bisher noch keine Reaktion des Bundestags bekommen. Es gab wohl ein paar Presseanfragen des Bundestags, aber der beantwortet sie zurzeit nicht. Wir brauchen deswegen noch ein bisschen Hilfe von euch. Zum einen natürlich Anfragen. Wer noch keine Gutachten angefragt hat, möge bitte heute Abend noch 3 Anfragen stellen, damit wir es schaffen, auf jeden Fall schon mal die 50%-Hürde zu kippen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir freuen uns über Ideen, was wir als Nächstes in so eine Liste packen können. Denn dieses Tool, das ist das Tolle daran, das ist natürlich nicht nur anwendbar für den Bundestag, sondern für ganz viele andere Behörden und für ganz viele andere Listen. Wenn ihr also gute Ideen habt für solche Listen, die wir in dieses Tool packen können, im Franchise fragt den, ... ist noch ein bisschen was frei. Was noch? Im Prinzip das Letzte nur noch, wenn jemand weiß, wie man es schafft, dass der Kopfverlag nicht mehr auf einen verlinkt. Das wäre auch ganz schön. Die feiern uns ein bisschen ab, das ist scheiße. Es wäre schön, wenn jemand eine Idee hat, wie wir das lassen können. Und damit habe ich die 5 Minuten geschafft, oder? Ja. Zur Belohnung erstmal vielen Dank. Eine Frage an Arne. Eine. Oder Kommentar. Ja. Hallo, mein Name ist Jetzt. Du kannst einfach den Referrer benutzen, um dann die Leute, die vom Kopfverlag kommen, auf Goze oder sonst wohin umzuleiten. Viel Spaß. Okay, vielen Dank. Okay. Eine Frage noch? Ja? Bier. Ja, genau, Bier ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank, Arne. Genau, das war es vom Netzpolitischen Abend, dem 45. Herzliche Einladung zum 46. Netzpolitischen Abend hier in der Seabase am 1. März. Vielen, vielen Dank an alle, die hier vorgetragen und geredet haben und ihr Wissen und ihre Informationen mit uns geteilt haben. Vielen Dank an euch, dass ihr da wart und so diszipliniert zugehört und mitgemacht habt. Vielen Dank an die Seabase, dass wir als DigiGuest wieder hier sein durften mit unserem kleinen Netzpolitischen Abend und insbesondere an namentlich Ceven, Gary, E-Punk und Tasmo für den technischen Support und für den Stream. Wenn ihr auch mal, ja genau, Applaus. Wie immer die Aufforderung und Bitte, wenn ihr auch mal ein interessantes Thema habt oder eine interessante Kampagne vorstellen wollt, wir öffnen den Netzpolitischen Abend gerne als Plattform auch für euch. Sprecht uns einfach an. Ansonsten denkt an die NoPNR-Kampagne. Wenn ihr gegen die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten in Europa seid, dann lasst es die EU-Abgeordneten wissen. Die Zeit drängt, macht mit. Und jetzt schönen Abend, Prost, bis zum 1. März.